Moin Leute, herzlich willkommen zurück bei Lost Ark. Du musst gleich schon mal vorab sagen, ich bin das ganze Wochenende live. Also wer Lust hat einzuschalten, Link findet ihr in der Beschreibung. Könnt ihr bei Twitch mal reinschauen. Wir machen ganz viele Waltern, Valkes, Clown und Brellruns. Also wer da noch was braucht und mit möchte, da gerne vorbeischauen. Wir versuchen auf jeden Fall immer noch ein paar streitkräftige Racker. Also meldet euch. Ja, und neben der Information, dass Prokel bei mir jetzt das erste Mal lag, Gottes Willen, Alter. Und das in dem weirdesten Case, das du haben kannst. Ich mach den und währenddessen labern mir die Leute im Discord was von Bizeps, von Training, von Nippeln, von nackten Oberkörpern. Ey, das war eine Shitshow, Alter. Während du am Prokel machen bist. Dass ich die nur dargelegt habe, das ist echt... es sagt einiges über mich aus. Ob ich mal wieder weiter trainiert, damit das ein bisschen... Alter... Hab ich echt? Ich hatte keinen vollen Z-Bonus mit meinem Striker. Und ich weiß nicht, wie lange das schon so ist. Wann ist das passiert? Wann habe ich versehentlich ein falsches Teil geholt? Oder nicht richtig konvertiert? Oder 5 Millionen Damage pro Angriff gefehlt? Scheiße. Kern des Ganzen hier ist aber Kader-Level. Ihr wisst auch Kader-Level. Ach schön, oder? Ganz wichtig. Ganz wichtig. Hohes Kader-Level haben. Wenn du nämlich kein hohes Kader-Level hast, dann bist du ja ein Kackbuhn. Oder nicht? Dann guckt man Gruppenführer in der Kader-Level ab, so und so. Sehr oft. Ich weiß, es glaube ich, war früher mehr. Heute ist das mittlerweile so ein bisschen runtergefahren. Aber alter Falter, ey. Wir haben gestern Brell gemacht. Also im Zeitpunkt der Aufnahme haben wir gestern Brell hart gemacht. Und diesmal wollten wir halt weiter. Mittlerweile sind alle, auch meine Wenigkeit eingeschlossen, 5 zu 60 und dementsprechend auch für 5 und 6 ready. Und 5, Alter, mein erstes Mal Gate 5, ne? Ist nicht so viel anders, aber alter Walter, ich habe Teammates wegsterben sehen. One Hit, wir sind gerade ins Gate rein, tot. Krass. Ja, ein paar Mechaniken, da habe ich ein bisschen gebraucht, bis ich reinkriege, auch wenn die sich so simpel anhören. Das mit den Strahlen, bevor man die Meteore ablegt, muss man zwei Strahlen ausweichen. Ich stand immer viel zu weit weg. Damit die Meteoren nachher, das ging richtig gut, aber wo man erst die Meteore fallen lassen muss und dann den Meteor, das ist wild. Viel Support geschmeißen, war ganz wichtig tatsächlich in dem Gate. Also da sollte ich halt noch häufiger am besten die Erweckung schmeißen, als ich es so schon getan habe. Ja, aber sonst lief das eigentlich gut runter. Wir haben nur für das Gate 5 Stunden gebraucht. Die Hälfte unserer Party hat das Ding vorher noch nie gemacht. Wie gesagt, mich eingeschlossen. Die andere Hälfte kannte das schon, lag dreimal bei denen. Und damit das nicht wild wird, wir brauchten nämlich noch einen Supporter, einer fehlte, haben wir die Gruppe auch dementsprechend benannt. War eine Learning-Gruppe. Eine halbe Learning-Gruppe. Ich glaube, wir haben es Half-Learning-Run genannt, weil die Hälfte da noch nicht drin war. Eigentlich wollten ein paar Leute die nicht so nennen, weil dann... haben Supporter vielleicht Angst, bei dir reinzukommen, aber ganz ehrlich, Alter, wenn da ein paar Leute noch nicht drin waren und Verkackungspotenzial da ist, sei so fair und nenne es auch Learning Run. Damit, stell mal vor, du nennst das Re-Clear, da kommt einer rein, du failst zweimal und der denkt sich, ja, nee, da bin ich wieder raus, Alter, das ist kein Re-Clear. Nee, da Learning Run genannt, Bade angemeldet und die hat auch die Stunde mitgezogen, weil sie... wusste ja, worauf sie sich einlässt. Eventuell selber noch nicht drin gewesen oder wollte einfach nur helfen. Keine Ahnung. Auf jeden Fall eine Stunde gebraucht. War aber ziemlich cool. Was nicht cool war, waren die Gates davor. Alter Falter, ey. Also wirklich. Kader-Level über alles. Ja, Kader-Level. Ein scheiß Kader-Level. Ein dreckigen Scheiß. Ey, sowas zu sehen, so in live, das ist schon wild. Wir beginnen Brell hart, Gate 1 bis 4. Eine Bade meldet sich an, die Bade wird angenommen. Übel. Also, wir Kader Level 203, 9er und 10er Gems, also richtig. Kartenset hast nicht gesehen, Gravuren 5x3 plus 1, also volles Brötchen rein da. Wir uns alle gefreut, schöne krasse Bade, geil. Gate 1 und 2 ging noch. Da fiel das nicht ganz so stark auf. Ab Gate 3 wurde es dann aber ziemlich deutlich, dass die Bade die Schildtaste nicht findet. Also Schilde, Heilung, Damage-Buffs waren rar gesät, wäre jetzt noch nett, nicht vorhanden.
Der ist natürlich dann doof, weil dein Team, also das andere Team, die ganz am Flame ist, dass ihr Supporter halt reinkackt. Konstant. Positionings wurden verkackt. Wie gesagt, Support war halt. Und dann irgendwann, glaube ich, hat unser Leader gesagt, komm, wir schmeißen die einfach raus. Das geht so nicht, weil ab Gate 3 die rausschmeißt, ist viel besser als nachher bei Gate 4, weil nur für Gate 4 jemanden zu finden, wird schwierig. Da wollten wir die rausschmeißen, haben das Ding abgebrochen. Die Bade wird Leader nachher im Menü und hat dann verzweifelt versucht, den Raid neu zu starten, hat aber das Gate nicht abgeändert. Müsste, ne? Wenn du rauskommst, bist du ja wieder auf Gate 1, weil du bist ja auch als Gate 1 da rein. Sprich, also, sie drückt einfach auf wieder starten. Kannst du dir nicht vorstellen, dass wir irgendwas vorhatten? Steht dann da, oh, falsches Portal. Sie drückt nochmal auf starten, steht da, oh, falsches Portal. Wir denken uns so, Alter, wie lost ist die? Wie lost ist die? Und dabei war in einer Gruppe zwei Supporter. Das hat die nicht mal gerallt. Die wollten einfach rein, einfach da rein. Weil ich glaube, die wusste, warum wir neu gestartet haben. Weil der ein oder andere Kommentar schon in ihre Richtung ging, ob sie Lust hätte, auch mal zu schilden. Und da sie den Lead nicht abgeben wollte, haben wir einfach die Gruppe verlassen und die in der Lobby versauern. Alter Fall, wir halten mal ganz kurz fest. Klee, Kader Level 55, auf Item Level, Eventure, cleared Valkes ohne Probleme. Jede Mechanik gespielt, nicht gestorben, nix. Badekader Level 203, keine Schilde, keine Heilung, kein Damage Buffs, steht ständig falsch, weiß nicht, wie man Gate ändert. Kader Level 55 spielt richtig gut. Kader Level 203 nicht so gut. Was war jetzt nochmal das Argument für Kader Level sagt viel aus? Selten sowas gesehen. Selten sowas gesehen. Und das sollte der Bade peinlich sein. Richtig peinlich. Lass uns einmal festhalten, das Kader Level sagt nur aus, ob du einen Job hast oder nicht. Also sowas Schlechtes. Und ich dachte, ich beherrsche mein Artist nicht richtig. Dagegen bin ich ja mit dem Artist der beste Support, der je in Lost Ark rumgelaufen ist. Also, da zeigt sich doch mal wieder. Kader-Level kannst du dir dahin drücken, wo die Sonne nicht scheint, wenn 55er besser performen als 200er. Habt das im Hinterkopf, wenn ihr das nächste Mal eine Lobby aufmacht und sich einer bei euch anmeldet, dessen Kader jetzt nicht das höchste ist. Die Leute können es tatsächlich. Und mit diesem Wissen möchte ich euch entlassen. Schaut gerne bei mir im Livestream vorbei. Ich freue mich auf euch. Wir machen auch Learning Runs, gar keine Sorge. Ich habe ja Zeit. Wir haben ja Zeit. Es ist Wochenende. Wir können ja ein bisschen was machen. Ist auch nicht schlimm, wenn ihr da ein bisschen reinkackt oder noch ein bisschen unsicher seid. Kommt gerne vorbei. Wir freuen uns auf euch. Bis dahin bedanke ich mich fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen Spaß mit dem Video. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin und rein.